Und da bin ich auch schon wieder. Ja. Weiter in der Höhlentour. Hoffentlich kommt das Miesemonster nicht hinterher. Ich hoffe es. Oh doch, es kommt hinterher. Oder es kommt ein neues. Kann natürlich beides sein. Wir sollten das umbringen, bevor es Eier legt. Mein Problem ist, wir kommen gerade gar nicht mehr hoch. Also weiter runter gehen. Du Scheiße, geht sie tief runter. Holy moly. Aber ganz ehrlich, ich glaube mal, bei der langen Höhle, wir werden einfach mal aus Zeitgründen nicht versuchen rauszulaufen, sondern uns einfach mal nach Hause teleportieren. Wobei, ganz ehrlich, nee, doch, wir gehen raus. Wir laufen raus. Ne? Ganz offiziell, ganz klassisch. Man muss da hier nicht in Abartigkeiten sich verstricken. Jetzt kommt wieder ein Bereich mit weniger Rohstoffen. Okay. Oh, hier ist eine richtig große Höhle. So. Ich sollte mal immer erst Licht machen und dann hier irgendwie anfangen zu bauen. Dann wird das hier nicht immer irgendwelche Monster überraschen. Okay. So, sehr schön. Also wenn ich irgendwann mal ein Subgame entwickle, das erste, was ich mache, ist dieses Feature entfernt, dass man Fackeln auf eine Decke bauen kann, weil das ist irgendwie, ne, das ist ein bisschen, ich sag jetzt mal, nicht ganz so das Gold vom Ei. Alter, man sieht da oben kaum was. Hat es nicht so viel gebracht? Oder es liegt einfach daran, dass es draußen mittlerweile so hell ist, dass ich vielleicht mal wieder meinen Gamma-Wert hochdrehen sollte? Vielleicht seht ihr alles super ganz klar, super scharf und ich sehe hier einfach nur nichts viel, weil die Sonne hier wieder auf meinem Bildschirm knallt. Kann ich bei Minecraft immer nicht so abschätzen, ob einfach die Höhle so dunkel ist oder ich so wenig erkenne. Ich schieb's einfach mal auf den Bildschirm. Nee, auf die Höhle, meine ich doch. So. Ja klar, genau auf das Zeug rauf ist er natürlich wieder hier. Prima Ballerina. Also diese Höhlentour hat sich jetzt schon gelohnt. Tatsächlich. Und das, obwohl bei der ersten Folge, als wir hier reingelaufen sind, beziehungsweise war ich schon die zweite,
schon gedacht habe mit, das war ja komplette Verschwendung. Aber, ne, also der Abzweig hier, der geht echt klar. Das kann man so machen. Alter Schwede, Licht an! Wir haben ein Atomkraftwerk. Da geht's auch noch weiter. Da unten geht es vor allem noch runter. Hier so. Oder auch nicht. Aber das Eisen. Also ich sag mal so, mit Eisen haben wir auf jeden Fall ausgesorgt. Erstmal, klar. Wird sich auch relativ schnell verbrauchen, aber wenn man mal bedenkt, wie viel wir jetzt mittlerweile schon gefunden haben, ist schon ganz geil. Tja, dann haben wir heute echt den ganzen Tag damit verbracht, in der Höhle rumzulungern. Also, ich den ganzen Tag, ihr, für euch ist es ja auf 2 Tage aufgeteilt. Ach du Scheiße! Deine Mutter! Komm her, Missgeburt. Ich bin dein Vater. Bitch, please. So. Stück Scheiße, Alter. Kommt dir einfach so ein Dungeon Master um die Ecke? Ich glaub's ja. Alter, was wollen die von mir? Ich habe kein Geld. Ja, die wollen hier gerade. Alter, guckt euch diese Höhle an. Jetzt weiß ich auch, warum die beschützt ist. Das ist ja hier. Okay, wir werden definitiv hier unten noch ein bisschen Zeit verbringen. Es hört einfach nicht auf. Oh, dieses Höhlenkonstrukt hört einfach nicht auf. Wir werden uns hier hart verlaufen. Oh mein Gott. Ich komme mit Scheiße. Ach, Walter. Da willst du mal eine kleine Treppe bauen und kommst direkt wieder auf Mineralien. Ich gehe mal ganz kurz hier raus, ne? Ich gehe mal ganz kurz hier. Ach du Scheiße! So, ich wollte mal kurz rausgehen. Ich will mal ganz kurz gucken, ob dieser Map-Chain, ob der Server wirklich als was der läuft. Müsste der erste sein, oder? So. Ah, falsche Datei. Lalala, das war ja das hier. Nein. Jetzt bin ich raus. Warte mal ganz kurz. Wollte noch kurz mal meine Dateien gucken. Ach. Ich habe Env-Metadata genommen. Nein, Map-Metadata natürlich. Das da. Das brauche ich. So. Ja. Ist der Kapitän Map-Gen. Was heißt also, ja, unsere Probleme sind dann wohl bei dem Kapitän Let's Play auch gelöst. Wir müssen nur in die Tiefe gehen. Tschüss. Ja. Aber tatsächlich ist der Kapitän Map-Gen.
Das ist nice. Heißt also, man kann doch tatsächlich auch bei dem Capital Map Gen viele Ressourcen finden, wenn man nur weit genug herabsteigt. Weil wie gesagt, hier unten ist ein Paradies. Das ist hier unten los. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich meine, wir haben mittlerweile locker weit über 100 Eisen. Oder wir haben bei unserem Server, bei unserem Carpathian-Server, da wo wir unser Haus gebaut haben, einfach nur eine Scheiße. Noch ein Dungeon Master, Alter. Wir haben einfach nur eine Scheißstelle erwischt. Ja, schnauze jetzt hier. Digga, red deutlich, ich verstehe kein Wort. Und jetzt stirb. Stirb! Okay, also Mese kriegen wir hier auch. Ich glaube, hier ist zu dunkel. Mal ein bisschen Licht. Ja, es ist natürlich problematisch bei diesen riesigen Räumen, die so auszuleuchten, dass hier nicht so viele Viecher spawnen. Aber ist natürlich klar, umso größer der Raum ist, um vor allen Dingen umso höher die Deckenhöhe ist, umso leichter spawnen diese ganzen Monster. Ja. Und wenn der natürlich auch noch schlecht ausgeleuchtet ist, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit gleich noch höher. Alter, haben wir heute gleich mal hier zwei Dungeon Master hier bezogen. Ich fühle mich auf einmal so stark. Wo ist der Kupfer? Da ist Kupfer. Ja, komm. Wir haben's ja. Haben wir Backpacks dabei? Nee, ne? Ich habe nämlich langsam die Befürchtung, dass unser Inventar langsam voll wird. Ach doch, wir haben zwei Taschen dabei. Sind die jetzt noch aus dem Singleplayer-Let's Play oder aus dem Multiplayer-Let's Play? Scheiße. Das ist eine gute Frage. Von wo habe ich die? Keine Ahnung. Ist so egal. Aber die dürfte aus Multiplayer-Let's Play sein. Heißt also, die hätte ich eigentlich gar nicht mitnehmen dürfen. Oh mein Gott. So. Deck ist natürlich auch voll geschmückt mit vielerlei Leckereien. Gut, hier ist Ende im Gelände. So, hier oben ist noch was. Ach man. Da. Oh, oder auch nicht. Sah gerade so aus. So ist hier noch was. Nein. Sieht doch da oben. Da muss noch Eisen. Halleluja. Warum falle ich immer runter? Ist doch hier. Okay. Gut, das heißt, dann haben wir hier hinten schon mal alles fertig, alles abgeholzt. Dann können wir jetzt also tatsächlich weitergehen in die Richtung. Da geht es dann, geht's ja wie gesagt immer noch weiter. Ist ja hier noch lange nicht das Ende. Hier geht sogar wieder hoch. Ah, gut. Machen wir mal nicht. Wir wollen mal weiter runter gehen. Okay. Hat sich erledigt. Hütchen. Die Sache ist, wir haben mittlerweile echt viel. Ich glaube mal, wir sollten einfach mal doch wieder an die Oberfläche gehen. Sagte er und fand wieder Eisen. Man kann hier nicht mal ausreden, ohne Eisen zu finden. Alter, ist das eine Frechheit. Tja. Damit ist die Höhle dann schon mal ausgegolten. Ich meine, wir könnten hier hinten hoch tatsächlich, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt, wie weit die da hoch geht. Vor allem, wie wir da hochkommen. Wisst ihr was, ich baue mich einfach mal ganz kurz da hoch. Das war ein bisschen zu weit. Ach du Scheiße.
guckt ihn euch an. Geht's jetzt noch weiter hoch oder nicht? Ja, doch, die geht's noch weiter hoch. Ach, wieder Canyon. Okay, lol. Boah, ich könnte den ganzen Tag Höhlen erkunden. Das Problem ist halt, es ist halt fürs Let's Play mal nicht so, ich weiß nicht, ob das so interessant ist. Ich bin ja immer so ein bisschen gespannt, da ich meine, klar, Höhlen erkunden ist natürlich geil, aber man muss es immer dosiert anwenden, sag ich jetzt mal. Gehen wir jetzt noch weiter hoch oder lassen wir das hier erstmal? Ach komm, wir lassen das erstmal. Sonst verlaufen wir jetzt noch komplett. Wir sollten wirklich mal den Rückweg antreten. Ich glaube mal, wir haben hier echt erstmal mehr als genug rausgeholt. Sonst wird das hier noch eine Never-Ending-Story. Und das muss ja nicht sein. So, dann bekämpfen wir mal unten diesen kleinen Mesemonster. Oh, er ist schon despawned. Anguilla. Oder ist wieder in irgendeine Wand geglitscht. Kann natürlich auch sein. Macht er ja sehr gerne. Ich wüsste doch gerne, was man mit diesen roten Blumen macht. Davon haben wir jetzt mittlerweile auch schon eine ganze Menge. Ob man damit irgendwas machen, also irgendwas craften kann, oder ob man damit irgendwelche Mixturen machen kann oder so. Aber wie gesagt, soweit ich weiß, kommen später unten auch noch so eine Kristallebene. Wobei ich gar nicht weiß, ob das ein extra Map-Pack, ein extra Mod ist, die ich hier gar nicht drauf habe. Oder ob das wirklich direkt zu Itaville gehört. Weil wenn ja, dann müsste es ja mit bei sein, logischerweise. Können wir ganz kurz gucken. So, hier ist ein bisschen hell, hier kommt keine Monster. Blumen, wer ist die denn? Roter Leuchtpilz. Leucht. Ach, das sind gar keine Blumen, das sind diese Pilze. Ah. Ja. Gut. Nee, aus der Richtung kam ich doch, oder? Nee, doch nicht. Siehst du, deswegen immer schön die Fackeln abbauen, damit man später weiß, wo man überall noch nicht war. Und man sich nicht jämmerlich verläuft. Wow, ganz schön dunkel hier. Scheiße, Dungeon Master, Dungeon Master, Dungeon Master, Dungeon Master. Du Hurensohn! Hilfe, wenn sterben. Ich bin nicht bereit zum Sterben.
Scheiß auf die Fackeln, wir müssen raus hier. Hilfe! Und gestorben. Ach, fuck. Nein! Was mache ich denn hier? Du gehst jetzt bitte einmal hoch. Will ich mich jetzt gerade verarschen oder was? Okay. Ich bin zu dumm für alles. Darf ich jetzt hier rausgehen, bitte? Das wäre sehr lieb. Ich kapiere gleich hier. An meiner eigenen Dummheit. Wo sind wir jetzt schon wieder? Falsch. Genau, hier war der Ofen. Genau. Ah, lass ich wieder da stehen. Wir machen uns ja eh auf dem Heimweg, von daher. Du, wo ich bin, ist hier sowas wie auch ein kleines Dorf. Onyx, ich habe zweimal Rocket Clan, dann wird rot und orange geben. Die Erfüllung noch gleich das, ja? Komm mal, wo bist du? Wir sind ja schon auf dem Weg. Aber ich hoffe, dass wir uns dabei jetzt hier nicht komplett verirren. Aber das sieht ja auf jeden Fall erstmal korrekt aus. Ach. Wohin? Hä, wo ist hier Licht? Da ist das Licht. Das ist nämlich das Schöne, wenn man die Fackeln abbaut, dann braucht man quasi einfach nur dem Licht folgen. Nur wir hatten gerade quasi einen Lichtabrissfehler. Und jetzt gerade weiß ich auch gar nicht, wo wir hin müssen. Mussten wir hier nicht auf die Uhr hoch? Kann wir hier nicht von oben? Leute, wir haben einen Lichtabrissfehler. Ich glaube, wir haben uns hier ein bisschen verlaufen. Die Frage ist, von wo kommen wir denn bitte? Also hier schon mal nicht. Vor allem hier ist irgendwie Licht. Ach, da hinten ist der Fackel. Ne, hier waren wir doch. Hier haben wir doch geguckt und hier war nichts. Genau. Aber dann kamen wir doch hier hinten von oben. Wir kamen doch da hier von oben runter, oder nicht? Von hier auf jeden Fall nicht. Da ist alles dunkel. Hier ist noch ein bisschen hell, aber ich glaube nicht, dass das unser Heimweg ist. Ne, von da kamen wir gerade. Siehste, deswegen sage ich schon mal, Fackeln ausmachen. Oh, scheiße.
hier ist ein Monster, ey. Stirb halt. So, wer Licht findet, darf es behalten. Ihr leuchtet gar nichts. Sag mal. Ach nö, Magier. Was sind die leicht zu besiegen? Ich hatte die ein bisschen schwer in Erinnerung. Ha! Na gut, okay. Ich würde mal sagen, die Zielzeit ist um. Wir teleportieren uns einfach mal nach Hause. Wow. Was groß ist der Typi? Was ist denn der? Oh nein, Treibsand, war doch klar. Alter, also, will ich verarschen? Ich sehe ihn. Oh, wir sind voll. So, achso, ich werde es mal gleich in die unsere Let's Play Together Höhle Hütte packen. Weil wir beim Singleplayer gebrochen können damit nichts anfangen, primär erstmal. So. Guck ich mal kurz. Genau, hier war das. Einmal da rein. Einmal da rein, einmal da rein, einmal da rein. Und nochmal da und nochmal da. Boah, das haben wir von je, also hier jeweils 400 und hier jeweils, jeweils vor allen Dingen, einmal 300. Ist schon ganz gut. So. Und die Backpacks, die nehme ich gleich mal raus, weil ich könnte schwören, dass die Backpacks eigentlich eher zum Let's Play Together gehören. Und nicht hier zu unserem Singleplayer-Account. Von daher schmeiße ich die mal kurz raus. Jetzt waren hier vier Teleporter. Hier habe ich jetzt beide rausgepackt. Ja. So, wofür führst du hin? Station Enter City im Reisenetzwerk Net 1. City 2. Ja, noch eine City. Lol, kenne ich noch gar nicht. Sieht ja mal interessant aus. Wie bleibt denn das hier? Soren Dragon. Ah, na schau mal einer an. Ich bin definitiv selten unterwegs hier. Lol. Okay, müssen wir uns die definitiv auch mal angucken. Machen wir dann aber im nächsten Let's Play. Dafür ist die Zeit jetzt definitiv um. Wir haben jetzt schon überzogen. Na, nicht ganz, aber fast. Und wir müssen ja auch noch unsere Sachen auch rauspacken.
So. Sehr schön. Na dann, einmal Rinder, 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 Wahnsinn. Du bitte nicht. We have too many items. So, sehr schön. Dann haben wir doch schon mal ordentlich hier, ne? Ordentlich Materialien. Hebe ich hier echt Blume auf? Wollt ihr mich verarschen? Sind doch die einzigen beiden gewesen. Whatever. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, hier ist auch Clay. Was ist das überhaupt? So, dann würde ich mal sagen, Dackel. Ach, hier ist aber, Alter. Ja, heute gibt es ja eine Menge Clay. Ha! Tja, da hat wohl der liebe Linux-Dirk wohl nicht ganz gründlich gesucht, ne? Also, man würde ja wohl von einer Person, die etwas sucht, erwarten dürfen, dass der jeden Block uns umdreht, oder? Ich meine, pff, der kann solche Sachen nicht dem Zufall überlassen. Ne. So, es hätte damals bei uns nicht gegeben. So, dann würde man sagen, wir gehen gleich mal ohne Nahrungsmittel natürlich. Danke dafür, Intelligenz bisschen Nummer 3. Scheiße, Alter. Nee, aber wir gucken mal nächste Woche. Ich starte gleich mal hier. Dann werden wir uns nämlich bei der nächsten Aufnahme erstmal die Stadt angucken. Ja, und für diese Woche würde ich mal sagen, war es dann erstmal wieder. Es wird nämlich jetzt so gerade wieder die Haupthitze kommt. Und ja, es ist einfach unglaublich warm. Von daher bin ich auch ganz froh, dass ich es jetzt schon hinter mir habe. Von daher bis nächste Woche und hoffen wir mal, dass es nächste Woche nicht ganz so warm ist. Ja, schauen wir mal.